Auf welcher Basis sind die Heiltränke? Gute Frage, wüsste ich auch gern. Die werden da jetzt sicherlich keine Magie oder sowas. Also die Heilungstränke. Ja, die Heiltränke. Ja, sind die auf die Basis von Wirselkraut oder von Einbeeren? Wissen sie nicht. Alles klar. Ich glaube, Wirselkraut Einbeeren kannst du an der Farbe ablesen, oder? Wirselkraut ist klar, Einbeeren sind rot. Ja, aber ich meine, die austeilen, teilen die aus. Ding wird halt, es wird vermutlich sogar beides sein. Es ist wie gesagt, verdünnt. Also ist es verdünnt und sowieso sehr wässrig. Egal, was da drin ist, du wirst es nicht wissen. Du wirst dich dann einfach auf dein gutes oder schlechtes Gewissen verlassen müssen. Raios wird schon wissen. Sagen wir es mal andersrum. Kann ich ohne schlechtes Gewissen diese Pastillen nehmen oder steht auch die Gefahr, dass da Magie drin ist? Ich weiß nicht, wie die gemacht werden. Ja, bei den Pastillen müsstest du jetzt in Wege der Alchemie reingucken, wie die gemacht werden. Aber das weiß Jalan doch gar nicht. Er kann doch gar nicht die Wege der Alchemie aufmachen, weil er das auch richtig gar nicht weiß. Würfel mal auf Alchemie und dann hast du kein schlechtes Gewissen. Ich habe natürlich noch aktiviert. Pass auf, ich nehme sie einfach mit und notfalls frage ich die Magier. Ja, richtig viel Ahnung von Alchemie. Dann würfeln die halt auf Alchemie. Ja, das machen die schon, die sind gute Magier. Ah. Ja, dann dürfen sie mich ansagen, ist alles klar und dann ist alles klar. Ja, Iserun hat aber auch sowas wie, ich darf nicht lügen. Notfalls gebe ich sie halt denen, es hat jetzt absolut keinen Grund, die hier zu lassen. Ja, also du schlägst sie ein und gut. Noch irgendwas vor, außer sich eindecken, Pferde besorgen? Ich möchte nochmal Blut spenden gehen mit meinen Chorgeweihten. Also Blutopfern eigentlich, aber das ist jetzt nichts Relevantes. Mhm. Noch den ganzen Tag machen. Ja, dann kannst du dich noch so ein bisschen mit Belhagerem unterhalten, der Goldfaust und auch der Silberfaust. Und ja, Belhagerem erzählt dir auch, dass sie wohl dann der über Schlachtfeld schreitet, wirken werden und damit dann sogar 10 Leute eindecken und sie haben vor, in einem eigenen Keil dann durchzumarschieren und wer als erstes Rassasor erschlägt, der bekommt 20 Dukaten. Ist so eine Wette, die sie untereinander gemacht haben. Und ich leg 5 Dukaten drauf und sag, ich werd's. Na, wenn du mitmachen willst, dann musst du auch ebenso 20 Dukaten reinschmeißen in den Topf. Ach, scheiße, 20 hab ich nicht. Was kann ich sonst geben? Jetzt 2 Heiltränke, Qualität C. Sind die 10 20 Dukaten wert? Okay. Mehr als 20 Dukaten wert. Ja, mach ich. Also mit Qualität C, das wirst du natürlich nicht sagen, aber du legst dann deine 2 Heiltränke rein in den Beutel. Die werden dir also nicht zur Verfügung stehen. Erst wenn Rassasor erschlagen ist, wird sowas ausgeteilt. Das ist richtig, aber es ist ja nicht das Problem. Gut, ich wollte es nur sagen. Ja, du bist dabei und wenn du Rassasor erschlagen solltest, kriegst du 20 Dukaten und 2 Heiltränke. Ja, läuft bei mir. Also wie gesagt, sie werden einen eigenen kleinen Keil machen. Belhagerim will im Norden über den Tunnel marschieren, also da wo dann die Zwerge diese große Schneise gegraben haben, der läuft im Norden rein und die Silberfaust aus dem Süden. Man weiß natürlich noch nicht genau, wer wo wie steht, aber das ist schon mal, die werden sich aufteilen und die machen einfach Blödsinn. Nicht gut. Wollt ihr auch was setzen? Vielleicht erschlagt ihr ja Rassasor. Es sind schon 20 Dukaden im Pott. Nein. Ich glaube nicht, dass ich Rassasor erschlage. Er glaubt, dass er ihn erschießt, genauso wie den letzten. Also ich glaube auch, wenn du den mit dem Bogen erwischt, hast du hier trotzdem. Rassasor lässt sich nicht mit profanen Waffen niederringen. Das hat man oft und oft genug versucht. Im Verlaufe der Zeit gesellen sich dann noch in der Nähe vom Rundra-Tempel 5 weitere Chorgeweihte dazu, die dann aus Galles kommen. Die hattest du ja weiter vorgeschickt mit den geplünderten Pferden. Und die hören sich dann diese Wette an und werden auch jeder nochmal 20 Dukaten reinschmeißen oder in irgendwie Wertgegenstände. Das sind dann so irgendwie Drachenzahn und ja, irgendwie eine Schuppe von einer Seeschlange, wie sie dann irgendwie reinschmeißen in den Pott. Und es ist wohl alles irgendwie so um die 20, 30 Dukaten wert. Also irgendwelche Gegenstände von erschlagenen Tieren, sodass ihr dann 7 Teilnehmer habt. Und deine beiden Heiltränke. Also da ist ordentlich was im Pott gerade mittlerweile dran. Und jeder hat eine eigene Taktik. Na, das sieht doch. Das sieht doch aus wie eine ordentliche Wette unter euch Männern. Natürlich! Haben wir Lanzen bekommen? Ja, oder? Wenn du Lanzen möchtest, dann kannst du auch Lanzen reiten, ja. Sigi.
Wie transportiert man die eigentlich die ganze Zeit durch den Wald, Jalan? Das interessiert mich. In einem Wald muss man sie sich meistens längs zum Sattel anbinden, damit sie nicht irgendwo anhaken. Kommt drauf an, was für ein Wald. Wenn ihr irgendwie in einem Sattel in die erste Recht hochstehen, geht das auch meistens so, aber man sollte schon drauf ankommen lassen. Aber wahrscheinlich ist es sowieso ein lichter Wald, nehme ich mal an, ansonsten kämen wir da gar nicht mit den Pferden durch, außer zu Fuß. Richtig. Ich habe mal einen Knappen gesehen, der hat das nicht richtig gemacht und ist dann beim Galoppieren mitsamt seinem Sattel vom Gaul gerissen worden. Au. Ja, der Junge konnte nicht. 3 Wochen nicht reiten. Ach ja. Das ist eigentlich schon mal gut gegangen. Der hätte sich ja locker das Bein verdrehen können, die wieder reiten können. Ja, das stimmt. Oder vielleicht tot sein. Wollt ihr nicht vielleicht noch was setzen, Jalan? Vielleicht euren komischen Wappenrock? Ich weigere mich, mich an dieser Wette zu beteiligen. Wenn Rassas so erschlagen wird, dann weil es gut ist und weil die Götter es wollen und nicht wegen einer Handvoll Gold. Dann steht uns nicht im Weg rum. Wir werden ja sehen, wer auf dem Schlachtfeld wem im Weg herumsteht. Ich wette, du kannst noch nicht mal mit deinem Messer umgehen. Deutet er auf den anderthalb Bänder. Soll ich dir das wohl zeigen? Oh ja, dann kriegt er aufs Maul. Ja, sehr schön. Oh, gibt's hier die ersten Duelle? Ja, schön. Ja, dann komm. Bist du sicher, dass du das willst? Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Damit holt der Chorgeweihte, die Chorgeweihte Basalt Faust, jetzt seine Bohrensichel raus. Viel Spaß, Jana. Die Chorgeweihten machen einen großen Kreis, just stehen. Ja, um die 20 Soldaten um dich herum. 5 Chorgeweihte, andere Basaltfäuste. Von oben, von den Dächern, kannst du sehen, wie so ein paar Dukatengardisten da rumstehen und auch die ersten Wetten machen. 30 Dukaten auf Jalan! Ruft und über uns. Dann könnt ihr sehen, wie Abelmir und Isarun wohl auch gerade neben euch in den Gassen wieder aufgetaucht sind. Also sind wohl schon seit grob 5 Minuten in Werheim, sind jetzt mit Jelef Ibn Yasafar durch die Straßen gegangen und vor euch geht's nicht weiter. Da hat sich wohl so eine kleine Ansammlung gebildet. Irgendwer scheint da wohl verbotenerweise zu kämpfen. Was heißt denn verbotenerweise? Du darfst dich nicht in einer Stadt, die unter Belagerungsrecht, unter Kriegsrecht stehen, prügeln. Prügeln uns ja nicht, wir duellieren uns. Ist verboten. Es ist verboten, ja? Also, das ist eine harte Ansage. Irgendjemand hat gesagt, hier Leute, es herrscht Duellverbot. Es ist Kriegsrecht ausgerufen. Gut. Und du einen Schritt zurück. Können wir nach der Schlacht ausfechten. Jetzt, hier. Nein. Habt schon angenommen, ihr alle an. Also jetzt noch zurücktreten? Ja, von hinter dir kannst du merken, wie wohl einer der Chorgeweihten dich wieder zurück in den Ring schubst, wenn du dann so 1-2 Schritt von ihm zurückgetreten bist. Und du stehst wieder einen Meter vor ihm. 30 Dukaten auf Jalan, der gewinnt. 5 Dukaten darauf, dass der Chorgeweihte den ersten Schlag setzt. Wer setzt dagegen? Aber mir kommen dir die Stimmen da vorne auch so bekannt vor. Ja, ich glaube auch. Leute, geht zur Seite. Ich drück dich mal so weg irgendwo. Links und rechts, dass man so eine Gasse durchzwängen kann. Platz da hier. Ich schubse einfach. Abelmir, da sehe ich. Willst du mit mir wetten? Was hier, ist denn hier schon wieder los? Ja, Duell. Aufs Maul. Oh, Jalan. Seid ihr eigentlich bekloppt? Belagrim schneidet sich gerade mit der Bohrensichel ziemlich brutal über den Oberarm. Elle Speiche. Kannst du sehen, wie da eine ganze Menge Blut fließt und der dich anknurrt. Wie kommt ihr immer in solche Situationen? Ich werde mich an keinem Kampf wieder rechtens beteiligen. Zieh wenn ihr es klären wollt. Deine Waffe. Nein. Ja, dann. Ich glaube, der wird trotzdem zuschlagen. 5 Dukaten, das ist der Korb. Ich verliere 30 Dukaten, wenn er zuschlägt, kann er mich ja wohl verteidigen. Aber ich werde garantiert keinen Kampf anfangen. Ihr sollt zumindest eure Waffe ziehen. Dann Schlag tötet da draußen auf dem Schlachtfeld. Das ist ja kein Duell. Ich guck mich mal nach Wachen um. Ja, du siehst, wie wohl hinter dir, du hast jetzt natürlich die Menge ist wieder hinter dir zugegangen, nachdem du dich vorgeschoben hast, aber du siehst, wie da jetzt auch ein paar Weibel mit Stadtwachenuniformen da rumlaufen und gerade in eure Richtung kommen. Werden natürlich so ein bisschen aufgehalten, weil es einfach sehr voll ist, aber sie schreien schon, keine verbotenen Duelle. Ich habe meine Waffe auch noch nicht gezogen. Ich hebe mal die Hand. Zu mir!
Ja, dann kommt jetzt der Stich. Es ist ein Festnageln mit einer Ansage. Gut, du hast jetzt keine... ich gehe einfach nur kurz die Regeln durch. Er hat einen Waffenmeister auf Festnageln. Er trifft normalerweise auf die 22. Durch seinen Waffenmeister ist es umsonst. Er macht eine 5er Ansage rein. Er trifft auf die 17. Also ich nehme an, er hat sich das Festnageln dann über den Waffenmeister erlaubt, ja? Genau. Und sticht vor dir in den Steinboden, sodass dann ein paar Steine splittern, spritzen und dir hart an den Helm an dein Kinn spritzen. Ich möchte gerne sehen, ob das gepatzt ist. Ist nicht gepatzt. Okay. Dann tue ich so einen halben Schritt zurück. So, auf alle Fälle ein Angriff. Er hat sich gerade strafbar gemacht. Ja, aber er hat mich nicht getroffen. Ich werde jetzt keinen guten Kämpfer ausnehmen, nur weil er sich nicht beherrschen kann. Letzte Chance. Du wirst von hinten wieder zurückgeschubst, wieder in den Kreis. Bella! 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 Komm, komm, komm! Habt ihr den Verstand verloren? Benimmt sich so jemand, der einen guten Kampf sucht? Wenn ihr gut kämpfen wollt, dann draußen kommt Rassasor. Werft euch dem in den Rachen. Ich habe mein Blut bereits geopfert. Ihr seid dran. Ihr kriegt keinen Tropfen von mir. Ihr seid dran. Ohne, ich schränke die Arme und bleibe stur stehen. Ohne zu bluten verlasst ihr mir diesen Ring nicht. Ihr wollt doch Kor am Abend vor einer Schlacht nicht erdehren. Warte kurz. Gucken wir uns mal die Rauch ganz an. Nun gut. Wenn ihr ein paar Tropfen Blut haben wollt, lasst es wohl gewesen sein. Ich zieh ein kleines Messerchen irgendwo her, wir haben ja mal gekauft. Und schneid mir damit einmal in die Handfläche. Drückt dann ein paar Tropfen raus, ich weiß nicht, wo seine Waffe ist. Notfalls halt vor mir auf dem Boden. So. Zufrieden, Blut für Blut. Ja, 1W6 SP. Er ist zufrieden. Schade. Er nickt die Knie. Wenn ihr es unbedingt ausfechten wollt, findet mich nach der Schlacht. Auf dem Leichnam von Rassasor, wenn ich über seinem dampfenden Körper stehe. Garantiert. Nur wenn ich nicht schneller bin! Mit dir werde ich auch noch fertig. Ja, ja! Mit der Basaltfaust ist nicht zu spaßen. Das wird jetzt klar. Die Chorgeweihten sind wohl auch gerade ziemlich erbost darüber, wie du das jetzt gelöst hast. Aber immerhin hast du die Ehre von Chor nicht befleckt. Also, dass sich das jetzt wieder sehr schnell auflöst. Gewinne werden sehr schnell verteilt. Immer nur das 30 auf Jala, ne? Ja, überträgt die 30 sogar in Jala ein. Ja, also... Ah, was schade, es gab keinen Kampf, aber nächstes Mal wird sich wieder 30 auf ihn. Die einfach nur, weil alle auf die Basaltfaust wetten, hofft immer. Die Weibel werden sich da jetzt auch gerade Belhagrim vornehmen und ihn dann zur Rede stellen, versuchen ihn so ein bisschen einzukesseln, das interessiert ihn nicht. Der geht jetzt, schreitet durch die Menge und kümmert sich da nicht wirklich drum. Die versuchen da, wie gesagt, auf ihn einzureden, aber ja, seine 5 Chorgeweihten stehen weiter um ihn rum, die können da wenig machen. Es wurde gerade spannend, Jana. Dann hab ich's versaut. Der Erlass ihrer kaiserlichen Majestät ist, dass ich nicht duelliert wird. Und dann wird sich nicht duelliert. Punkt. Ich hatte 5 Dukaten gesetzt. Nur 30 gesetzt. Wäre hier wirklich ein unrechtes Duell entstanden, wäre jeder von euch ein Teil dessen gewesen, wenn er Geld gesetzt hat. Dann sieht das alles viel zu eng. Aber es ist doch nichts passiert. Alles war legal. Immer grinst. Ihr habt recht, es ist nichts passiert. Genau. Aber immerhin habt ihr Blut geopfert. Das muss ich euch erlassen. Das war ein vernünftiger Schritt. Rondra, Blut für Chor, wer auch immer es haben will, soll es sich rollen. Irgendwas, was ihr heute Abend noch machen mögt. Beten. Beten. Sich zurückziehen, ich möchte erholen, regenerieren. Isaun. Ich möchte zu Hauptfrau Dasambra gehen und fragen, wo die Pfeile des Lichts eingesetzt werden.
Die Pfeile des Lichts werden nicht in einer einzigen großen kampfstarken Gruppe umherziehen, sondern sich den verschiedensten kleinen Truppen anschließen. Vor allem, wenn es Probleme an der Hauptfront gibt, die darf nicht einbrechen. Bricht die Hauptfront ein, ist alles verloren, das ist jedem klar. Vor allem, weil sie sehr dünn aufgestellt ist. Ihr könnt euch das einmal, wie gesagt, auf der Karte ansehen. Der Nandus-Geweihte hat ja natürlich schon etwas zu gesagt, aber... den Token, die ihr dann auf der Karte seht, die mittlerweile freigegeben sind, das ist nicht einer, das sind 10 Soldaten. Ihr müsst allerdings auf einer Breite von, ich muss gerade mal ziehen, auf einer Breite von 830 Metern muss das standhalten. Es darf kein einziger Teil wegbrechen. Dadurch wird auch ausgetauscht und zwar sehr regelmäßig, das hat ja Nandurion auch schon gesagt. Es wird erstmal alle zwei Stunden wird gewechselt, sodass sich dann die Verletzten wieder ausruhen können. Die werden dann von reinen Geweihten geheilt, von Leuten, die bereitstehen, von Mediki. Es wird dann ja auch ein bisschen was, ja, Würselkraut wird ausgeteilt, das habt ihr teilweise auch schon gesehen, wie sie dann da standen und schon ihre ersten Sachen abgeholt haben. Also, und in diese Schlachtreihen werden Rondrianer gestellt. Es gibt nicht viele Rondrianer, aber diejenigen, die man noch hat, die werden dann denjenigen zugeteilt, damit das dann eben moralstärkend ist. Und die Pfeile, du ausgenommen, werden sich dann hier hinten an der Infanterielinie befinden, um dann gegen Dämonen zu kämpfen. Falls es dann eben nicht nur Untote gibt, sondern so etwas wie ein Braku beispielsweise, dann muss so etwas sehr, sehr schnell bekämpft werden. Das sind dann die Taktiken der Pfeile. Erstmal nur Linie halten. Gut, also ich soll dann ja aber nicht dabei sein. Genau, dann muss ich mich nochmal mit meinen Kollegen austauschen, wo wir sind. Genau, ansonsten, es gibt natürlich nicht nur Pfeile, sondern andere Magier, nicht nur Kriegsmagier, sondern alles, was irgendwie gerade Lust und Zeit hat, wird dann dort eingesetzt. Man weiß nicht, wie viele vom Konvent kommen. Du weißt jetzt aktuell, dass Jelef ist natürlich da, Jelef eben Yassafar, dann die erste Hofmagierin, Kalla von Horsen-Rabenmund. Und naja gut, Saldor Fosslerin mit Sagitta da Sambras anwesend. Das sind dann natürlich diejenigen, die auf alle Fälle da sind. Von anderen weißt du es nicht. Also du weißt weder, ob Landor Kerano dabei ist, Ospetana, oder Dirian Dirial oder Jikabar Al-Karechem. Das sind so viele Leute, viele Bekannte. Einige waren natürlich dann auch Idgaret schon geladen oder wolltet euch mit denen unterhalten. Niemand weiß, wer wirklich da ist. Gut. Jeder so, wie er kann. Teilweise sowas wie eine Nihilo-Gravo-Zone. Andere wollen wohl das Wetter beeinflussen. Es gibt wohl auch ein paar Hexen, die sich angemeldet haben, die dann mit flugfähigen Sachen auch kundschaften mögen. Es wird wohl auch ein paar Druiden geben. Sagitta da Sambra wird da wohl wenig zu erzählen, aber Jelef ibn Yassafar ist das wohl bekannt. Ja, das ist so das, wie die Magier eingesetzt werden. Okay. Gut, also die Gräben, die sind ja da, um die Untoten aufzuhalten. Dann würde ich vielleicht noch anregen, dass man da ein bisschen mit Antimagie, also speziell Dämonenbann Schutzkreise gegen Untoten arbeitet, dass die da auch nicht so schnell raus können. Ja, genau. Also das ist auch alles schon bereits geschehen. Diese kleinen Gräben, die sind natürlich dann explizit dafür aufgehoben, dass man hier die Front verkleinert. Sonst könnte man mit den wenigen Soldaten, die man hat, könnte man überhaupt nicht kämpfen. Das würde gar nicht gehen. Dadurch, dass es jetzt verkleinert ist, ist es überhaupt möglich. Und da sind dann natürlich auch Schutz- und Antimagie-Glyphen drin. Wenn dann Untote da reinfallen, dann werden die automatisch dann wieder zurückgeschickt und der Zauber wird da wohl aufhören. Da haben sich also eine ganze Menge dann drum gekümmert. Ist der Boden, auf dem die Bauernbanner stehen, sag ich jetzt mal, einfach geweiht worden? Zumindest? Natürlich, Boron-Geweihte, auch Golgariten gibt es hier auch an der Zahl. So 20, 30, 40 Golgariten oder auch Boron-Geweihte werdet ihr hier finden. Die Golgariten natürlich kampfstark, aber natürlich auch ein paar profane Priester, die dann hier eingetroffen sind.
ein paar Waffen segnen, aber das ist natürlich jetzt vor allem, und das ist euch auch bekannt, wird dann heute oder im Laufe des Abends wird dann noch ein großer Waffensegen ausgeteilt der Rundra-Kirche, sodass ihr alle dann zumindest mit kamalen Schlachtwaffen in den Krieg ziehen könnt. Das ist dann ein Segen, der 1000 Waffen gleichzeitig segnet. Ich würde mich nochmal, nachdem ich mich bei meinen Kameraden umgehört habe, über die Besprechung beim Landesgeweihten, ich nochmal zu diesem Zelt begeben, in dem die Hornsignale gegeben werden, und mich darüber noch genauer informieren. Wie hoch ist deine Kriegskunst? Ich habe die Spezialisierung sogar auf Logistik, 7. Ja, dann sollte dir sowas bekannt sein. Also Logistik ist dann ja eher, wie man von einem Punkt zum anderen verlegt. Genau. Und dann bräuchtest du da eigentlich eine andere Talentspezialisierung für, um dann sowas wie einzelne Tonarten und Signale auseinanderzuhalten. Aber mit 7 sind dir die natürlich bekannt. Ja. Noch irgendwas, ja, bevor ihr euch dann treffen wollt? Dann ja, setzt euch zusammen und besprecht den kommenden Tag. Nun, die Herrn Magier, schön, dass ihr uns auch mal wieder mit eurer Anwesenheit ehrt. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort, nicht wahr? Ihr wärt zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, hättet ihr unsere Befehlsübergabe miterlebt. Nun ja, jeder hat sich gut amüsiert in Garret. Vortrefflich, vortrefflich. Und wie ich Jalan kannte, er anscheinend auch hier in Bierheim, nicht wahr? Abel zieht eine große Keksbox aus seinem Umhang heraus und stellt sie auf den Tisch. Oh, Kekse! Abel, damit hättet ihr anfangen sollen. Nun ja, immer das Beste zum Schluss. Jedenfalls haben wir uns eine gute Position bei der schweren Retterei organisieren können. Genau, wir sind da hinten im Bildchen. Ganz weit weg von Wehrheim. Richtig, wir werden nordwärts die Sache aus der Ferne beobachten und im entscheidenden Moment eingreifen. Und der entscheidende Moment wird durch diese Hörner signalisiert. Was für Hörner? Was für Hörner? Ich nehme mal an. Abel mir sprach von welchen. Es gab doch mal an, wer keins hatte, hat eins bekommen, oder? Ihr sagtet mir, euer Landesgeweihter hätte euch aufgeklärt über gewisse Hornsignale. Ja, Signale wurden gesagt. Ich weiß, und ihr habt euch nicht erkundigt über diese Signale. Wie wollt ihr sie denn unterscheiden? Keine Ahnung. Wir machen einfach das, was die anderen auch machen. Das keine Sorge, Abel, mir, ich bin ja da. Und wenn ihr nicht dort seid? Warum seid ihr irgendwo, wo ich nicht bin? Oder warum bin ich irgendwo, wo ihr nicht seid? Es ist klug, sich vorzubereiten auf eine Schlacht. Ja, dann hört auf, so schlau zu reden und erklärt uns die Signale. Passt auf. Ja. Wenn dreimal kurz geblasen wird, bedeutet das bla. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung von Hornsignalen, aber ich bemühe mich, eine Erklärung abzugeben, die verständlich ist. Wo sind das viele? Würfel mal auf Lehren. Die meisten davon, wie bitte? Lehren. Ja, kannst du haben. Die meisten davon lernt man schon als Knappe. Das habe ich ja übersprungen. Ich habe das wohl auch übersprungen. Ich wurde direkt zum Ritter. Ja. Ist wohl so gut. Wir brauchten das gar nicht mit der Knappenschaft. Wir brauchen einen Knappen, damit er die Hörner identifizieren kann. Als ob man mit Kindern spricht. Jedenfalls, ich kenne sie und ich bin mir sicher, Magister Iserun kann sie auch beinahe auswendig, nicht wahr? Ich denke doch. Es war schon einige Jahre her, seit ich in so einer großen Schlacht war, aber so etwas vergisst man nicht so leicht. Ja, das Rückzugshorn wird ja wohl nicht gebraucht werden. Ich meine, wo sollen wir uns denn zurückziehen? Geht ja, schon in den Süden. Erst Wehrheim, dann hinter die Berge, dann nach Garret. Wer es sein muss, nach Puning. Also ich verstehe ja den Punkt Wehrheim, aber warum springt ihr dann nicht direkt bis nach Al-Anfa, so wie jeder vernünftige Mensch? Weil die Schlacht im Drachen das Reich wohl kaum ohne Wehr haben lassen. Ich bin sicher, wir können die aufhalten. Ich denke nicht, dass sich das schwarze Drache für Al-Anfa interessiert. Al-Anfa ist schwarz, der Drache ist schwarz, beide sind von Pestbeulen übersät. Ich weiß nicht, warum ihr das denken solltet. Die Perle des
Südreich, des Südmeeres ist nicht von Pestbeulen übersät. Nur damit ich das mal eben klargestellt habe. Ja, gibt es denn sonst noch etwas, das wir wissen müssen? So wie es in Garrett stinkt, ist das Ding auch von Pestbeulen übersät, möchte man meinen. Als jemand, der buchstäblich von Pestbeulen übersät ist, solltet ihr euch vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lassen. Hey, nach dem heutigen Bad im Zartempel ist fast alles wieder weg. Ich habe nur noch einen schwarzen Fleck behalten, der nicht weggehen will. So besser, Ferane sei Dank. Ist ja wie mit Jalan und seiner Hand. Naja, genau, nur ich habe das auf der Brust anstatt im Gesicht oder auf der Hand. Wo es jeder sieht. Es gab übrigens einen interessanten Vortrag über magische Krankheiten beim Konvent. Ich bin fast eingeschlafen. Ich bin zur Hälfte rausgegangen. Ein hervorragender Vortrag über Kamale Krankheiten, ihre magische Behandlung, die Matrix, die sich mit dem Körper, mit dem Korpus verwirkt und die Person sozusagen innerlich beeinflusst. Ich glaube, ich müsste euch mal bei Gelegenheit genau untersuchen. Ihr müsst mir erstmal erklären, was ihr da meint. Nun ja, ich würde ein wenig euren Körper astral betrachten. Hört mir auf mit der Klarobservantia. Mir geht's darum jetzt hier, was ihr da mit den astralen Mustern meint und der Matrix und der Verbindung von Körper, Matrix und Krankheit. Nun ja, gewisse magische Krankheiten verwurzeln sich sozusagen innerhalb des Korpus des Betroffenen und streuen ihre pestilenzartigen Erreger. Ich vermute, kleine Astralkorpoli innerhalb der Blutbahn durch den ganzen Körper. Eine interessante Theorie. Genau. Und ihr seid ein hervorragendes Studienobjekt. Ja, was zahlt ihr denn für die Studien? Was soll euch eure Heilung wird? Ich glaube nicht, dass die Magier bisher was getan haben, was mich geheilt hat. Das war der Zartempel. Also im Zartempel spende ich gerne. Und was geht euer Studium wert? Vielleicht ist das ja so eine Art Magisterarbeit, die ihr damit schreiben könnt. Ach, ihr denkt immer so wirtschaftlich, ist ja furchtbar. Ja, und ihr mit eurem Droschkendienst und die anderen, die vertrieben werden, tut das überhaupt nicht. Ihr dient der Wissenschaft. Ja, und ihr dient meinem Wohlvermögen. Und damit gleichzeitig eurer Magisterarbeit. Nun ja, vielleicht können wir uns auf eine gewisse Summe einigen. Aber natürlich. Aber wir wollt ihr wirklich um die Heilung eines kranken Mannes feilschen? Er feilscht darum, nicht ich. Meine Heilung liegt wohl nicht in Abelmirs Hand, sondern und ihr solltet wohl ein wenig Erkenntnis besser sein als der... als immer halt. Aber wie wir schleifen vom Thema ab. Wir waren doch bei einer Schlacht, nicht wahr? Ja, die mit den Untoten, aber ihr vergesst das ständig. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe bloß ein interessantes Bonmot eingestreut. Ich wollte keine Diskussion anregen dazu. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Artefakt? Wann übergeben wir das? Oder wann holt ihr das wieder? Wenn Rakala es haben will, wird sie wohl zu uns kommen. Oder sie wird es sich selbst holen. Ganz von beidem. Wie soll die denn da reinkommen? Es ist die erste Hofmager. Das ist jetzt nicht irgendeine x-beliebige Wald- und Wiesenmagierin. Wenn Ema befiehlt, wird auch der Brahmastempel. Wenn Ema befiehlt, wird auch der Brahmastempel seine Tore öffnen. Seit wann weiß Ema was davon? Die Hofmager wird sie sicherlich unterrichtet haben. Wofür dann die ganze Geheimniskrämerei? Ja, das frage ich mich auch. Dann hätten wir ja gleich zu Ema gehen können. Wir müssen in den Vortagen der Schlacht ihre kaiserliche Majestät nicht mit allem belasten. Ja, aber wenn die jetzt da hingeht, dann ist sie genauso belastet, als wären wir da einfach selber hingegangen. Was ist das denn für ein dämliches Argument? Warum habe ich die Scheiße denn durch ganz Dapazin geschleppt, wenn wir am Ende eh einfach zu Ema laufen? Richtig, Rafim. Genauso hätte es ablaufen müssen. Weil Nemrod es so wollte. Bindet euch damit ab.